Okay, wir probieren das hier noch. Das sollten wir locker schaffen. Gucken wir uns das nochmal an. Also, wir haben jetzt hier so eine Route. Also, wir haben jetzt etabliert, wir haben unseren Rechner, der ist mit einem Modem verbunden. Das Modem ist mit dem Telekom-Server verbunden und der Telekom-Server jetzt hier schematisch dargestellt über zwei Rechner. Wir haben gelernt, dass es auch mal 8 sein können. Ist dann also verbunden. Was ist jetzt aber, wenn ich in meinem Heimnetz ganz viele Computergeräte habe? Ja? Also ich habe hier ein Notebook, ich habe ein Handy und ich habe einen stationären Rechner. Und jetzt sitze ich am Handy und schicke eine Anfrage an den Wikipedia-Server. Und jemand anders ist am Computer und schickt auch eine Anfrage an den Wikipedia-Server, fragt aber was anderes an. Na, also ich sitze am Handy und möchte jetzt mal wissen, wie dieses Traceroute funktioniert, will die Webseite für das Traceroute angezeigt bekommen. Und der andere, der am Computer sitzt, möchte gerne wissen, wie zum Beispiel die Bevölkerungszahl in Uruguay ist. Und beide fragen das ab. Und was jetzt passiert, ist ja nach dem Schema, wie ich das bis jetzt erklärt habe, so, dass der Router, also der bekommt jetzt zum Beispiel von 192.168.172.12 eine Anfrage an den Wikipedia-Server, das ist so ein kleines Paket, in dem steht drin, hey, schick mir doch mal alles über Uruguay. Also schick mir mal die Seite, die Informationsseite über Uruguay. Und wenn der Router jetzt eine der Adressen aus dem Heimnetz benutzt, dann wird der Telekom-Server ihn nicht wiederfinden, weil der Telekom-Server kennt ihn unter 91.198.174.123. So. Das bedeutet, der wird nicht seine Heimnetzadresse benutzen können, weil es sehr, sehr viele andere Modems und Heimnetze geben, die den ähnlichen oder denselben Adressbereich benutzen. Und das wäre kein gutes System, um die zu unterscheiden, weil diese miteinander kollidieren könnten. Ja, also irgendjemand anders in seinem Heimnetz könnte auch diese Adressen vergeben haben. Was jetzt also gemacht wird, ist, dass der WLAN-Router sagt oder das Modem sagt, hey, dieses Paket, das ist von mir an den Wikipedia-Server und ich möchte das bitte selber zurückhaben. So, jetzt schickt er das ab mit der Absenderadresse 91.198.174.193 an den Telekom-Server, der leitet das so weiter und die schicken das dann wieder zurück. Und der Wikipedia-Server sagt, okay, ich habe hier die Informationen, die nötig sind, um die Webseite von Uruguay darzustellen, zu Uruguay darzustellen. Die habe ich jetzt in kleine Data-Frames verpackt und schicke die jetzt alle zurück. Und dann gehen die alle wieder zurück. Und jetzt kommen sie hier bei dem Router an und jetzt kriegt er die Sachen zu Uruguay, dann kommt aber auch die Sachen zum Befehl Traceroute. Und die sind jetzt aber alle an dieselbe IP-Adresse von dem Router gerichtet. Wie findet der denn jetzt raus, für wen die eine Pakete und für wen die anderen Pakete waren? Und dafür ist Network Address Translation. Und zwar merkt sich der Router noch einen Port. Er sagt, hey, diese IP-Adresse, die Sachen, die ich jetzt bekomme, 91.198.174.193, alles, was mir der Heimrechner, der stationäre Computer schickt, da gebe ich als IP-Adresse nicht bloß nackt 91.198.174.193 an, sondern ich gebe den Port 66453 noch mit an. Das heißt, lieber Wikipedia-Server, alle Informationen, die ich brauche, um die Webseite zu Uruguay darzustellen, schickst du bitte an 91.198.174.193 Doppelpunkt 66453. Und alle Informationen, die ich brauche, um die Webseite für Traceroute darzustellen, schickst du bitte an 91.198.174.193, also nochmal dieselbe IP-Adresse, Doppelpunkt 66234. Beides kommt beim Router an, also beim Modem quasi, aber das Modem weiß, oh, 66453 ist für die Endnummer 12 aus meinem Heimnetzwerk und 234 ist für die Endnummer 51 aus meinem Heimnetzwerk. Dann bekommt er also diese IP, diese Informationen an seine IP-Adresse mit diesem Port-Zusatz und übersetzt das dann in seine Heimadresse, in die Heimadresse quasi von dem stationären Rechner und alles, was er an den anderen Port bekommt, aber auch an seine IP-Adresse übersetzt er dann in die Heim-IP-Adresse von dem Handy zum Beispiel. Und so kommt es dann an. Und das ist Network Address Translation. Lustige Geschichte, als ich Systemadministrator beim Humboldt-Institut war, habe ich das WLAN komplett fertig eingerichtet und hat alles funktioniert und dann habe ich Pakete rausgeschickt und konnte auch super Pakete rausschicken, aber das Abholen von Paketen funktionierte nicht. Die sind nie bei mir angekommen. Und
dann hat es eine Weile gedauert, bis ich herausgefunden habe, dass ich Network Address Translation bei meinem Router noch einschalten muss. Das ist normalerweise eingeschaltet, aber die Router, die ich da hatte, waren ja so Experimentgeräte und da war das nicht eingeschaltet und dann sind die Pakete nie bei uns angekommen. Obwohl alle IP-Adressen erreichbar waren, war das das Problem. Tja. Genau. Also wenn ihr jemals ein Netzwerk administrieren müsst und ihr könnt innerhalb eures Netzwerks alle Rechner erreichen, aber die bekommen trotzdem keine Webseiten, dann liegt das daran, dass Network Address Translation vielleicht nicht eingeschaltet ist. Cool. Okay. Wie funktioniert ein virtuelles privates Netzwerk? Ich habe euch versprochen, dass ich euch das später erkläre. VPN steht für virtuelles privates Netzwerk. Und was hier gemacht wird, ist Folgendes. Ich habe hier einen VPN-Provider, ja, der hat im angeschlossen an das Internet, hat er einen Server stehen. Ja, der hat eine eigene IP-Adresse. Und was ich jetzt mache, ist, ich baue eine Verbindung zu diesem Server auf und ich verschlüssel die. Das heißt, jedes Paket, das ich an diesen Server schicke, verändere ich, ja, diese Pakete sind ja im Endeffekt Nullen und Einsen, das haben wir gelernt. Egal, ob das ein Bild ist oder eine Word-Datei oder eine Webseite, das sind immer Nullen und Einsen. Und die verschicke ich verpackt als Pakete, das haben wir auch gelernt, an den Empfänger und der Empfänger schickt mir seine Antwort ebenfalls verpackt, Nullen und Einsen verpackt in Pakete zurück, ja, also aufgeteilt in einzelne Pakete. Was ich jetzt aber machen kann, ist, ich kann diese Nullen und Einsen einem konkreten, vorher festgelegten mathematischen Prozess unterziehen, der sie verändert quasi. Und derjenige, der diesen konkreten mathematischen Prozess und vielleicht zusätzliche Informationen, die nötig sind, um den Prozess richtig durchzuführen, kennt, der kann diese Pakete dann wieder entschlüsseln. Ja? Um mal ein ganz profanes Beispiel zu nehmen. Ich habe einen Brief, der klassische Liebesbrief, den man durch die Klasse schicken wollte. Und der sollte aber unterwegs nicht gelesen werden. Was konnte ich jetzt machen? Ich konnte festlegen, hey Empfänger, alle Briefe, die ich dir schreibe, schreibe ich so, dass ich jeden Buchstaben, also wenn ich ein A schreiben möchte, nicht das A schreibe, sondern zwei Buchstaben höher. Na, und das A wäre dann ein C, das D wäre ein F und das G wäre ein I. Das ist also ein mathematischer Prozess. Ich definiere die Buchstaben als Zahlen quasi innerhalb des Alphabets von 1 bis 26 und ich zähle 2 hoch und wandle wieder in Zahlen. Das heißt, das mathematische Prinzip muss dem Empfänger bekannt sein und es muss ihm auch bekannt sein, wie viele Zahlen ich hoch oder runter rechne. Was hat man eigentlich bei dem Z gemacht, wenn man das gemacht hat? Jedenfalls hat man das dann rumgeschickt quasi, ne? Und dann konnte der andere das lesen, weil er das entschlüsseln konnte. Er konnte also den mathematischen Prozess und die zusätzliche Information, die nötig war. Und so funktioniert das im Endeffekt auch. Ne? Man nennt das dann quasi Kryptographie oder Verschlüsselung und was man braucht, ist quasi ein konkreter Schlüssel. Das kann ein Passwort sein, das kann aber auch zum Beispiel eine Signatur sein oder etwas anderes. Wie das alles funktioniert, schauen wir uns später nochmal im Detail an. Aber dadurch, dass diese Informationen alle verschlüsselt bei dem VPN-Provider ankommen, kann unterwegs niemand mitlesen. Und der VPN-Provider, der schickt dann diese Anfrage an den Wikipedia-Server und tut so, als käme sie von ihm selbst. Der Wikipedia-Server bekommt jetzt also eine Anfrage von der IP-Adresse 220.220.167.181. Schickt alle seine Informationen an diese IP-Adresse und der VPN-Provider wandelt diese Informationen dann in verschlüsselte Informationen an die IP-Adresse 9119817413, also an mich, um und schickt sie dann verschlüsselt über das Internet zurück. Und wenn so ein VPN-Provider von mehr als einer Person benutzt wird, dann ist es sehr schwer zu erkennen. Man kann zwar sehen, welcher Traffic quasi von dem Provider zu mir, zum Wikipedia-Server kommt, und ich kann auch sehen, welche Daten ich hinschicke, aber selbst wenn ich überwachen kann, welche Daten von dem rauskommen, weiß ich nicht, welche der Daten zu dem einen Nutzer und welche der Daten zu dem anderen Nutzer gehen. Und dann gibt es noch Daten, die gehen vielleicht zu einem Google-Server und woanders hin. Und dann ist es schwer nachzuvollziehen, wer welche Informationen geschickt hat. Ich kann jetzt natürlich gemein sein und verfolgen, welche Größe meine Wikipedia-Pakete hat, die ich schicke. Und die verschlüsselten Pakete werden zumindest ähnlich groß sein. Und vor allen Dingen, da das ein mathematischer Prozess ist, wird ein doppelt so großes Paket in der Regel auch ähnlich wie doppelt so groß sein. Ne? Und dann könnte ich ja theoretisch meinen Datenstrom formen und sagen, ich schicke jetzt eine große Welle mit,
Dann schicke ich erst ein bisschen Daten, dann schicke ich eine große Welle und dann schicke ich wieder kleine Daten und dann gucke ich, wann aus dem VPN-Provider genau wieder kleine Daten, eine große Welle und kleine Daten rauskommen und wo die hingehen. Ja, das nennt man dann, ich glaube, Traffic Form. Aber jedenfalls könnte man das benutzen, Traffic Shaping, ich bin mir nicht sicher. Jedenfalls kann man das benutzen, um sozusagen einen VPN dann quasi so ein bisschen doch auszuhorchen. Da gibt es dann wieder Gegenmaßnahmen und so weiter. Aber so im Kern ist das der Gedanke. Anstatt dass die ganzen Pakete von mir kommen und zu mir zurückgehen, kommen die von dem und gehen zu ihm zurück. Und jedenfalls auf dem Weg zwischen dem Provider und dem Anbieter dieser Informationen kriegt keiner mit, was hin und her geflossen ist und für wen das eigentlich ist. Und auf dem Weg zwischen mir und dem Provider weiß auch keiner, für wen die dann aus dem Provider rauskommen. Ja, und die Leute, die meinen Traffic zwar nicht mitlesen, aber immerhin mitverfolgen können, die wissen dann halt nicht, von wo die Informationen in den VPN-Provider kommen. Man kann das auch für andere Sachen nutzen, wie zum Beispiel, wenn jetzt Netflix zum Beispiel an der IP-Adresse erkennt, in welchem Land ich bin, kann ich einen VPN-Provider, der vielleicht in Amerika einen Ausgangsserver hat, nutzen und dann Netflix oder den Wikipedia-Server vorgaukeln, dass ich aus Amerika käme. Genau. Dafür kann man das auch benutzen. Und dann landet am Ende trotzdem die Wikipedia-Seite bei mir. Jetzt ein bisschen umständlicher, weil zwischendurch die Daten verschlüsselt werden müssen. Dann kommen sie bei dem VPN-Provider an und je nachdem, wie der angebunden ist und mit dem kommen halt noch ein paar neue Rechner dazu und vielleicht ist die Verbindung schlechter oder besser, aber jedenfalls komplexer als vorher. Und deswegen ist die Verbindung dann auch immer ein bisschen langsamer. Aber angesichts der Leistungsfähigkeit von modernen Computern spielt dieser Verschlüsselungsschritt keine große Rolle mehr bei der Verzögerung des Versandes von Informationen, sondern das wird halt so nebenher gemacht, weil die Computer inzwischen so schnell sind. Genau. Okay,